select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. So, liebe Gäste hier im Wibram und draußen in der Clubgaststätte, willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Spielberg gegen den Göppinger SV. Endstand bekanntlich 3:1 für Göppingen. Bei mir ist zu meiner Rechten Gianni Covelli, vom Cheftrainer vom Göppinger SV, und unser Trainer Tobias Winter. Gianni, 3:1 zum Schluss unterm Strich, hört sich klar und deutlich an, aber ich denke, meiner Meinung nach war der Spielverlauf nicht ganz so. Ist richtig, es war nicht so, dass man sagen kann, so ein locker herausgespielter 3:1-Sieg, auf gar keinen Fall. Wir wussten, was uns hier erwartet, dass Spielberg heute ein anderes Gesicht zeigen wird wie am Samstag, das war uns klar. Sie mussten ein bisschen Kritik über sich ergehen lassen nach dem Samstagspiel und deswegen waren wir darauf vorbereitet, dass wir gegen emotional laufstarken, aggressiven Gegner antreffen. Wir wollten dennoch Ruhe in unser Spiel reinkriegen. Das haben wir in der ersten Halbzeit nur phasenweise geschafft. Am Anfang hat es ganz gut funktioniert, dann gehen wir auch in Führung. Dann haben wir eigentlich eine Phase gehabt, wo der Ball bei uns mal gelaufen ist und unverständlicherweise haben wir aber dann weniger gemacht. Spielberg ist besser in die Zweikämpfe gekommen, hat viele zweite Bälle auch gewonnen, hat geradlinig nach vorne gespielt und dann gehen sie eben auch verdient, machen sie den Ausgleich, weil wir in der Phase einfach auch darum gebettelt haben um den Ausgleich. Haben die Dinge in der Halbzeit dann nochmal angesprochen, kommen dann gleich gut raus, haben die Riesenchance, wo Kadria vorm Torwart steht und ihn eigentlich nur noch überchippen muss, macht er nicht. Und da denkst du auch schon, wenn du so eine Chance liegen lässt, ob das sich das nicht nochmal rächt. Aber dann haben wir es einigermaßen wieder kompensiert. Dann kamen, wie gesagt, die gelbe Karten ins Spiel, wo wir dann auch reagieren mussten. Wo wir gesagt haben, Innenverteidigung muss man jetzt nochmal wechseln. Und hinten raus haben wir dann gesagt, okay, jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen Qualität von der Bank nachlegen, weil wir haben heute 6 Mann rausrotiert, ja, die ein bisschen geschont. Und haben hinten raus dann nochmal Qualität nachlegen können. Das hat man dann eben auch gemerkt. Unsere Zuspiele in die Spitze sind dann gefährlicher geworden. Dann, wie gesagt, das 2:1 war natürlich in der Phase für uns sehr, sehr wichtig, weil es ging rauf und runter in der Phase. Aber mit dem 2:1, denke ich mal, haben wir dann Oberwasser wieder bekommen, Zutrauen. Auch, wie gesagt, in unser Spiel trotzdem versuchen, Fußball zu spielen auf dem sehr holprigen Platz. Und dann hinten raus natürlich, klar, mit dem 3. Tor war dann die Messe vor uns gelesen. Aber es war sicherlich Spitze auf Knopf. Spielberg hat es gut gemacht, hat alles investiert. Und ich bin froh, dass wir die 3 Punkte mitnehmen, dass die Rotation, diese große Rotation, sich nicht negativ ausgewirkt hat, sondern jeder Spieler, der die Einsatzzeit bekommen hat, versucht es eben auch zu rechtfertigen. Und deswegen wünsche ich Spielberg weiterhin alles Gute. Ihr habt alles noch selber in der Hand, noch seid ihr über dem Strich. Und wenn er heute weiterhin so aggressiv spielt und zielstrebig nach vorne, bin ich sicher, wird er da auch die notwendigen Punkte einfahren. Danke, Gianni. Tobias, dieses Lob vom Gästetrainer tut sicherlich gut, wenn wir auch unterm Strich keine Punkte sind. Aber es war im Vergleich zum Samstag, Waldorf, war es eine enorme Leistungssteigerung unserer Mannschaft. Mehr Einsatzwille, eine ganz andere Körpersprache. Und es war wirklich schade, dass wir unsere Torchancen, die wir hatten, 2 in der 2. Halbzeit beim 1:1, nicht verwertet haben. Ja, zunächst mal Glückwunsch an Göppingen zum Auswärtssieg. Ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube, wir haben insgesamt absolut ordentliche Leistung abgeliefert, bekommen das 0:1 durch einen Fernschuss, unglücklich für uns die Situation. Kommen dann zurück mit dem 1:1 durch, wie ich finde, eine gute Aktion vom Jimmy Martin. Und dann nach der Halbzeit ist schon, so wie der Kollege sagt, haben wir ganz kurz Glück in der Situation, als der Offensivspieler, der Matthias Moritz, überlupfen möchte, wo er den Ball nicht richtig trifft. Somit gerade mal nicht in Rückstand. Und ich glaube, dann danach hatte man eine Phase, wo man einfach mit dem Alex Zimmermann die Kopfballsituation habe, auch noch einen flachen Querball, da zum Alex Zimmermann kommt, kurz vor der Linie dann noch geblockt oder verteidigt wird. Und hatte dann, glaube ich, unsere klarste Torchance nach dem Freistoß vom Ricardo Di Piazza, der hervorragend gedreht war, wo der Florian Benz 5-6 Meter vor dem Tor nicht an den Ball kommt. Ich glaube, das war schon eigentlich dann so mit für den Spielverlauf entscheidend. Ich glaube, in der Phase müssen wir einfach dann in Führung gehen. Da wäre es auch hoch verdient gewesen. Und so kam es dann am Ende, wie es jeder gesehen hat. Tobias, jetzt kommt immer die alte Fußballerweisheit. Solche Spiele verliert man halt, wenn man unten steht. Ja, ich glaube, in der letzten Woche hatte man hier immer mal den Eindruck, dass die alte Fußballweisheit vielleicht auch ein Stück Wahrheit
mit sich bringt. Aber wir fahren jetzt am Samstag nach Villingen. Wir bauen auf der Situation auf, dass wir uns im Vergleich zum vergangenen Samstag gegen Waldorf gesteigert haben, in alle Bereiche eigentlich. Und dementsprechend bereiten wir uns jetzt bis Samstag gut auf Villingen vor und hoffen dann natürlich, dort was zu holen. Das ist sehr schwer, aber mit dem Ziel fahren wir hin. Danke, Tobias. Gianni, eine Frage noch. Wie sehen jetzt die Saisonziele aus? Die Oberliga dürfte mehr oder minder gelaufen sein. Na, für uns ist sie nicht gelaufen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und wir werden versuchen. Wir haben letztes Jahr 50 Punkte geholt. Das ist eigentlich auch das Ziel, dass wir sagen können, jedes Jahr ein bisschen besser sein. Also 50 sollten wir erreichen. Wenn es mehr ist, dann haben wir uns gesteigert und dann war es für uns wieder eine sehr erfolgreiche Runde. Danke, Gianni. Dazu viel Erfolg. Du hast es schon angesprochen, ein Spiel auswärts Villingen, aber es folgen noch zwei weitere. Wie kriegt man die Mannschaft jetzt dahin, dass sie sich wieder so präsentiert, wie sie sich heute präsentiert hat? Ich glaube, wir haben am Samstag mit der gleichen Herangehensweise wie heute herangehe, dass wir einfach gucken, dass wir giftig sind, dass wir gut auf der zweiten Bälle sind, dass wir auch die Zweikämpfe annehmen und mit dem Ziel fahren wir am Samstag los. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir nicht chancenlos. Okay, dazu dir und deiner Mannschaft viel Erfolg. Hoffentlich kommen wir nicht ohne Punkte zurück. Gianni, nochmal vielen Dank, gute Heimreise und alles Gute für die Saison. Das war sie, die Pressekonferenz nach dem Spielberg gegen Göppingen. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.